Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Da hat er mal einen Biohof gehabt. Was steht denn da dahinter? Ja, danke, dass ich da mal da sein darf bei dir, lieber Georg. Was steht hinter dem Radamer Biohof? Ja, ich glaube, eine ganz große Vision, eine ganz große Idee und ein großer Mut, weil wir schon damals in einer Zeit was anderes gemacht haben, für uns selbstverständlich, aber vielleicht für die Region halt nicht typisch. Und es steht eigentlich ursprünglich eine Landwirtschaft dahinter. Und woher habt ihr die Fachkompetenz? Ja, das ist eben dieses ganz interessante, ich pflege immer wieder klären, einleitend immer zu sagen, weder meine Frau noch ich sind gelernte Bauern. Gott sei Dank, weil vielleicht, wenn wir landwirtschaftliche Fachschulen oder was besucht hätten, hätten sie uns eventuell das eine oder andere unserer Visionen schon weggenommen, weil so geht es ja nicht. Aber ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben, wie es uns immer zugefallen ist. Und ich glaube, wenn man eine Idee oder eine Vision hat, Kompetenz findet man. Man findet immer Menschen, die einem im richtigen Moment auch beistehen und unterstützen und auch Fachleute. Und so war es auch bei uns. Wir haben damals 97 mit einem Biologen, der eigentlich auch sehr unzufrieden war damals mit seiner Universitätsassistenz, weil er gesagt hat, wir machen Grundlagenforschung. Und eigentlich, ich habe immer so das Gefühl, das wird geforscht und geforscht und irgendwo in die Schubladen wird es dann verwaltet und keiner kümmert sich darum, weil es eben Grundlagenforschung war, weil es Morphologie war, das ist eben, geht am Geheimrat Goethe zurück, wie Pflanzen aufgebaut sind. Und der war so frustriert und wir haben damals über die Aktion Wissenschaft für die Wirtschaft, diesen Peter von der Hochschule, eineinhalb Jahre karenzieren lassen und haben sogar die Hälfte seines Gehalts von der Republik Österreich zurückgekriegt. Und der Peter hat seine Dissertation über Kürbisgewächse geschrieben und wir haben in der Umstellungszeit, weil wenn man Biobauer werden will, muss man ja für Feldackerkulturen eine zweijährige Umstellungszeit. Ach, das war damals nicht biologisch? Nein, die Schwiegereltern, die haben genauso Wirtschaft, wie man heute mal für Wirtschaft hat und was alle so gemacht haben. Und wir haben damals wirklich diese Vielfalt unheimlich mit großer, großer Freude angebaut und selbst nur gestaunt, also was dann alles für verschiedene Kürbisgewächse gibt und aber auch alle anderen Pflanzen. Weil der Peter war im Vorstand der Achenoa damals und wir haben so derartig, das war wirklich eine wunderschöne Zeit, eine Zeit des Staunens, was es alles gibt. War es eine Überlegung, konventionell weiterzutun oder nein, biologisch? Das war, oder? Nein, das war eigentlich nie so die Sache. Obwohl ich da wieder dazu sagen muss, ich hab, meine Frau war das, die hat damals schon halt subversiv sich über biologische Landwirtschaft informiert, also sie hat in ihrem Nordkastel, hat schon die, sogar die Unterlagen vom Steiner liegen gehabt und von der damaligen Ernte Austria, die heutige Bio-Austria, und sie hat sich wirklich damals schon damit beschäftigt und hat mich aber dann begeistert. Ich habe früher Landmaschinen verkauft und ich kenne die Bauern, ich wollte eigentlich kein Bauer werden, aus gewissen Gründen, weil ich es immer so schade gefunden habe, dass die Bauern so wenig Verantwortung für ihre Vermarktung übernehmen. Sie haben gesagt, na, wir produzieren was Gutes und irgendwer wird es dann schon irgendwem um irgendeinen Preis vermarkten und das hat mir eigentlich nie so gut gefallen. Und darum wollte ich kein Bauer werden, aber diese Biobauern, die wir damals kennengelernt haben, so 97, das waren wirklich ganz besondere Menschen. Was mir ganz besonders an denen gefallen hat, ist, die haben uns immer darauf aufmerksam gemacht, wie sie es nicht mehr machen würden. Also sie haben uns schon Fehler kommuniziert, das kennt man unter Bauern nicht immer. Mhm. Und diese Ehrlichkeit und diese Zukunftsvision dieser Biobauern hat uns unheimlich gefallen. Und so haben wir bei einem Biobauerntreffen, das hat es ja damals immer gegeben, Ernteverband Österreichs,
sind wir hingefahren in der Überlegung, wir drei, der Peter, die Sigrid und ich, dass wir dann 3 Hektar von diesen 70 Hektar, die wir damals gehabt haben, umstellen werden. Und beim Anfang haben wir dann entschieden gehabt, wir stellen 40 Hektar. Und weil wir gesagt haben, da haben wir jetzt nämlich nur 3 Hektar umstellen, dann bleibt es halt immer diese Spinnerei am Rand, das gibt es halt auch noch. Aber 40 Hektar, das war ein Signal. Und das haben wir dann so gemacht. War das damals rational begründbar? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es war wirklich der Wunsch meiner Frau zu sagen, wir machen das so. Und wir haben es halt dann auch unseren Schwiegereltern kommuniziert, immer wieder versucht, das natürlich auch zu hinterlegen mit Beispielen und das alles, weil die haben ja dann irgendwann einmal den Zugang gehabt, jetzt züchten wir da Unkraut und dann tut das Unkraut noch die Nachbarbauern auch alle miteinander als Grund richten. Aber es ist schön dann zu sehen, die Schwiegereltern, sie leben beide nicht mehr, die Schwiegermutter ist heuer gestorben. Aber sie war dann am Schluss, ich sage immer wieder, die Bio-Päpstin. Also überall, wo sie aufgetreten ist, hat sie es immer vertreten und sie hat immer schon gewusst, dass das besser ist. Und alle ihre Kolleginnen und Kollegen haben das dann auch schon so akzeptiert. Und der Schwiegervater ist auch gestorben und war ganz begeistert mit dem, was da passiert ist aus dieser Landwirtschaft. Vor Kriegszeit, vor dem Ersten Weltkrieg, war es ja normal, dass das Land die Stadt versorgt hat und in der Stadt vielleicht noch Hau entwickelt wurde, was an Land gegangen ist, hat sich ja ziemlich verloren. Und diese spezielle Bewandtnis, Biokiste, magst du da kurz was sagen dazu? Ja, was vielleicht zu dem, was du noch vorher gesagt hast, es ist so, dass es heute leider so ist, dass bei uns in der Gegend, also in Machfeld, die Bauern selber überhaupt keinen Garten mehr haben. Früher war das so selbstverständlich. Heute ist es in oder heute ist es fein, wo man keinen Garten hat, sondern in die Stadt fährt, irgendwo zu einem Supermarkt. Und das finde ich eigentlich schlecht und schlimm, wenn man ja selbst dann auch als Bauer irgendwo den Kontakt zu seinen Produkten verliert und auch diese Vielfalt, die es gibt. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Ja, wir sind dann natürlich draufgekommen, wie können wir vermarkten? Wir leben 10 Kilometer an der Stadtgrenze zu Wien. Und mir war es immer wichtig, dass man jetzt nicht nur lebendige Produkte erzeugt. Adama ist ja ein hebräisches Wort und kommt eben, heißt so viel wie Ackerboden, lebendige Erde, kommt eben in der Genesis, steht es schon drinnen, in der Schöpfungsgeschichte, der Adam, der aus der Erde genommene. Und diese Parabel hat uns halt so gut gefallen, Adama, der Ackerboden, gesunder Boden, gesunde Früchte, gesunde Menschen. Und ich erzähle immer gern die Geschichte mit der Handvoll Erde, also dass in einer Handvoll Ackerboden, voll lebendiger Erde, so viele Lebewesen drin sind, wie auf der ganzen Welt Menschen. Das imponiert mir jedes Mal und das ist schon sehr, sehr aufregend, das zu wissen. Und wir gehen halt heute mit unserem Ackerboden oft so um. Die Engländer sind dafür gescheitert, die haben 2 Worte, einmal Earth und das, wir haben nur Erde und das ist bei uns manchmal ja Staubabfall und eher schlecht, dabei ist das so wichtig für uns. Zu deiner Frage über das Kistl. Mir war es wichtig, dass man jetzt nicht nur lebendige Produkte erzeugt, die dann irgendwann als anonyme Masse irgendwo in den Supermarktregalen halt verkommen, sondern mir war es wichtig, dass man eben diese Bioprodukte mit Biografie, so sagen wir es auch immer gern, dass man eben diese Biografie auch zu den Kunden bringt und dass man mit Kundinnen und Kunden in Kontakt kommt. Und wir sind sehr viel gereist und haben uns sehr viel angeschaut. Und bei einer dieser Reisen haben wir in München das erste Mal diese Ökokiste, heißt es in Deutschland, gesehen und haben das dann übernommen und haben dann heute vor 20 Jahren, also jetzt nächste Woche am 17. November, haben wir mit 40 Kundinnen und Kunden angefangen und das hat sich dann wirklich, das hat sich ganz, ganz toll entwickelt und wir sind heute sehr, sehr froh und sehr, sehr gut unterwegs und ich glaube gerade jetzt in dieser ganzen verrückten Zeit, die wir momentan durchleben mit Krisen, ist meine Beobachtung, meine Erkenntnis, dass die Menschen sich vielleicht doch mehr besinnen, was wichtig ist in dieser Welt und dass sie mehr auf regionale biologische Lebensmittel reflektieren und einkaufen und dass sie auch diese Dienstleistung der Zusammenstellungen und der Erklärungen und da vielleicht vor die Haustür bringen,
dass sie das mehr schätzen. Also das heißt, wir haben durch diese ganze Krise schönen, großen Rückenwind bekommen. Das 2020 hat sicherlich viel bewirkt in dem Sinn. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr den Bedarf ja gar nicht mehr decken können, oder? Ja, das war zeitlang. Also, weil wir natürlich auch diesen Zugang haben, wir wollen jetzt nicht nur wachsen, sondern wir wollen ja unsere Leistung bestmöglicher erbringen. Wir wollen ja ganz einfach den Kunden und der Kundin sagen, warum es uns gibt und dass wir das, was wir machen, auch gut machen. Und so kann man ja nicht unendlich und rasant wachsen, sondern es gehört ja alles geplant und organisch vielleicht gewachsen werden dann. Und darum sagen wir da manches Mal lieber nein, als unsere Kunden zu verärgern, unsere Stammkunden, weil Neukunden kriegt man ja schnell. Aber ich glaube, es ist wichtig, so wie wahrscheinlich auch das ganze Wachstum auf unserer Erde, dass das auch mit Hirn und mit Sinn und mit einem Ziel gemacht wird und dass man nicht zwei Schritte voreinander setzt. Wenn man jetzt eine Bio-Kessel beziehen will als Kunde, dann ist ja eins, was mir sofort gefällt, dass ich mich automatisch mit den Lebensmitteln, Mittel zum Leben auseinandersetze und das ja verarbeite. Koch und ein ganz anderer Bezug zum Lebensmittel da auch passiert, oder? Dieses Kochen, welcher Wertigkeit hat das? Ja, das Kochen, natürlich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, aber was wir halt immer versuchen, auch mit unserem Kistel zu transportieren, das ist, was ist Qualität? Was ist Lebensmittelqualität? Wir haben halt leider verlernt oder gelernt, oder man hat uns gelernt, dass Qualität von Obst, Gemüse Optik ist. Also es muss homogen sein, es muss gerade gewachsen sein, es muss Hochglanz sein und das ist eine Qualität, das ist halt Schönheit. Aber ich behaupte, dass man aus einer gebrochenen Karotte oder aus einem Kartoffel, der vielleicht krumm ist oder aus Blättern, die nicht mehr so schön sind, Blattgemüse oder aus Äpfeln, die vielleicht einen Schorffleck haben, die besser schmecken können als Hochglanzapfeln, wo ein Pickel noch drauf ist. Ich glaube, das ist auch möglich, in diesem direkten Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Wenn es zum Beispiel im Apfelbau oder im Obstbau einen Hagel gegeben hat, oder da gibt es halt einen Fleck auf der Frucht drauf, dann können wir das erklären. Und ich glaube, dass das immer wichtig ist für die Versorgung unserer Welt, weil was wir wegschmeißen, nur weil es halt diesen optischen Kriterien vielleicht nicht entspricht, ist ja ein Wahnsinn, ist ja dumm. Wenn man eigentlich Ware wegschmeißt, wo schon Energie drinsteckt, wo Pflege drinsteckt, wo Ernte drinsteckt und dann muss man es noch entsorgen und vielleicht gibt es da dann auch noch Probleme, das ordentlich zu entsorgen. Zum Kochen, ganz, ganz wichtig, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass wir immer wieder auch die Kunden durch unsere Rezepte und Neues, das sind die Rezepte, die immer beilegen, jeden Kistel, anhalten wollen zu kochen. Also zu kochen und zu verarbeiten und anzuregen, dass man halt aus roten Rüben oder aus Gemüse, das wir alle kennen, nicht jetzt nur Suppen machen muss, die haben vielleicht eh schon bei den Ohren rausgehängt, sondern wirklich schmackhafte, leckere Gerichte, die vielleicht am selber und den Kindern auch gut schmecken. Und das können wir eben auch mit diesem Kontakt zu den Kundinnen und Kunden hin, weil wir natürlich sehr, sehr viel erklären können. Das freut uns. Und das ist oft wirklich schrecklich, wenn man sieht, wie wenig Menschen über Qualität wissen, überhaupt über die Vielfalt an Gemüsen und Obst, aber wie wenig sie kreative Kochideen haben. Wir decken ja vom Gemüse in Österreich eher einen kleineren Teil ab. Und wir sind ja angetreten, auch mit unserem Manifest, so als Drehscheibe für Veränderungen im Bereich der Lebensmittel, also die Lebensmittelversorgung zu erhöhen. Und Manfred Hohnsinn hat einmal gesagt, ein gutes Lebensmittel schmeiße ich auch nicht weg. Und das ist ja genau euer Zugang offensichtlich. Ja, das ist genau der Zugang. Also immer wieder zu erklären, was kann man daraus machen, was kann man zu welcher Jahreszeit daraus machen, was kann man in Kombinationen machen. Also wir packen ja die Kisteln auch schon so zusammen, dass man ja gemeinsam was Vernünftiges und Leckeres machen kann. Und genau in diese Richtung geht es. Also ich glaube, wir brauchen mehr Kreativität, vielleicht ein bisschen mehr Mut
und vielleicht ein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit, dann wird das schon alles eine gute Sache. Und jetzt so du als Pionier, als Leuchtturm, Adama, was würdest du oder was würdet ihr jetzt Kollegen auch raten, die so irgendwo im Überlegen sind, wie geht das betriebswirtschaftlich, wie kann ich das in dem Sinn angehen? Wo ist die Perspektive als Landwirt, als Bauer im Österreich? Also ich glaube einmal, sie wirklich mit Menschen, die einen Weg hinter sich haben, austauschen und zu sagen, wie hat es mir gemacht. Und ich glaube, was ein guter Rat wäre, sie nicht von dieser Vision, von der Idee abbringen zu lassen, sondern es wirklich konsequent durchzusetzen. Ein guter Tipp, den ich ja immer wieder gebe, das bei uns, bei mir viel zu spät gekommen ist, vielleicht sehr mit einem Betriebsberater zusammensetzen, um auch das Ganze in ein Konzept zu passen, dass es halt einen Finanzplan gibt und überhaupt einen Umsetzungsplan, einen betriebswirtschaftlichen Plan. Das ist auch was ganz Wichtiges. Aber ich glaube, dass man sie auch nicht abhalten lässt. Und es ist wirklich interessant. Also ich habe lange gebraucht, diesen mutigen Schritt zu tun, einen Betriebsberater auch in unserem Betrieb zu lassen. Heute sind wir gute Freunde, aber es war nicht immer so. Und heute sagt man dieser Mensch, der ein genialer Zollmensch ist, also wenn wir damals dieses Konzept erarbeitet hätten, er hätte nicht dran geglaubt. Und ich glaube, das ist eben dann diese, das ist diese Kunst vielleicht, dass man beide Teile sieht und dass man sich irgendwo annähert, aber dass man sie vielleicht doch ein bisschen eventuell am Weg korrigiert, aber nicht vom Weg abbringen muss. Das ist meine Botschaft, die ich ganz, ganz gerne weitergebe. Die Verbindung vielleicht auch da noch jetzt Mann-Frau, wie wir das jetzt sehen? Die Verbindung? Mann-Frau, also ja, Paar. Ja, da haben wir ja ganz eine große, habe ich ja ganz einen großen Vorteil, weil mein Secret, mit der jetzt 47 Jahre verheiratet bin und 4 wunderbare Kinder habe. Wir sind grundverschieden, also ich bin unheimlich gern mit Menschen zusammen und meine Frau ist unheimlich gern mit dem Boden zusammen, sie mit der Natur zusammen, sie beobachtet und lebt in der Natur, mit der Natur, grobt liebend gerne der Erde herum und so ergänzen wir uns. Und ich glaube, das ist schon was ganz, ganz Wichtiges, dass man sich gegenseitig halt aus einem intimen Bereich lässt, wo man halt sich gut auskennt, wo man zufrieden ist, dann kann das wirklich ein wunderbares Leben, gemeinsames Leben werden. Schön. Abschließende Frage, Gerhard. Bewusst gemeinsam leben, ja. So als gemeinsamer Energiebündeln, ermutigen, auch die Wirtschaft aufzubauen und zu sagen, wo sind die Chancen? Was war für euch entscheidend, als Adama Biohof bei Bewusst gemeinsam leben mitzuwirken, ja, als Spezialist in dem Bereich Gemüse? Also ich kann mich noch gut erinnern, wie der Karl mit diesem Mobil, das ihr vor 2 oder 3 Jahren gehabt habt, bei uns am Hoffest vorbeikommen ist. Und ich war ganz angetan, dass es da solche starke, kräftige Menschen gibt, die da eine Vision mittragen, obwohl es vielleicht damals noch nicht einmal so klar war, wohin soll denn das. Aber es war eine unheimlich offene Einladung, da in einer Plattform mitzutun, wo man sagt, da versucht man wirklich einmal eine Herzenskraft ins Leben zu bringen und vielleicht eine neue Wirtschaft denken und vielleicht auch den Mut zu haben, nicht zu sagen, anders geht es nicht, sondern ganz einfach zu sagen, wie könnte es anders gehen? Also ich glaube, wir sind in diesem Konglomerat, wir sind keine Wirtschaftsverweigerer und wir wollen nicht irgendwo schlecht reden, sondern wir wollen gemeinsam bewusst leben und was anderes aufzeigen. Und das inspiriert mich und gibt mir Kraft und ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Plattform gibt und ich werde mich auch zukünftig gern einbringen. Gerhard, wir nennen das die Ökonomie der Menschlichkeit und du bist ein besonderer Mensch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.